Charaktere kommen und gehen in jeder Staffel von The Walking Dead, aber manchmal kann der Abgang eines Schauspielers etwas kontrovers sein. Von Karriereentscheidungen bis hin zum Drama hinter den Kulissen. Hier sind die wahren Gründe, warum diese Walking Dead-Darsteller die Serie verlassen haben. Nachdem sie in der zweiten Staffel zu The Walking Dead kam, entwickelte sich Maggie Green zu einem der stärksten und wichtigsten Charaktere der Serie. Sie führte den Hilltop und die Miliz an und kämpfte gegen unzählige Walker. Doch in der neunten Staffel verschwand Maggie aus The Walking Dead und machte sich auf die Suche nach neuen Überlebenden. Die Schauspielerin Lauren Cohen versuchte, einen neuen Vertrag mit AMC abzuschließen und bat um die Gehaltserhöhung, die ihr als langjährige Schauspielerin zusteht. Cohen sagte bei Andy Cohen Live: "Es war eigentlich nicht so, dass ich darum gebeten hätte, sondern dass mein Vertrag ausgelaufen ist. Also ist das eine ziemlich normale Neuverhandlung." Cohen und die Produzenten arbeiteten einen Deal aus, bei dem Cohen für 6 Episoden der 9. Staffel von The Walking Dead zurückkehrte, dann die Serie aber sofort wieder verlassen würde, um die Hauptrolle in ABCs Spionage-Dramedy Whiskey Cavalier zu übernehmen. Aber Cohen hatte Glück, dass sie ihr Walking Dead Backup hatte. ABC hat die Serie nach einer Staffel abgesetzt und zum Glück für die Fans wird Cohen 2020 zur untoten Serie zurückkehren. The Walking Dead ist dafür bekannt, brutal zu sein. Und das bewiesen sie, indem sie eine Hauptfigur töteten, die auch noch ein Kind ist. Die 8. Staffel beinhaltete den Tod von Carl Grimes, dem Sohn von Sheriff Grimes, der in einer zombifizierten, vom Krieg zerrissenen Welt aufwuchs und nach seinem langsamen und emotionalen Tod durch einen Walker-Biss keine glänzende Zukunft mehr verkörperte. Aber der Schauspieler Chandler Riggs gab bekannt, dass er an der Auburn University angenommen wurde, was zu Spekulationen führte, dass er The Walking Dead verlassen würde, um sich auf sein Studium zu konzentrieren. Nicht lange nachdem diese Nachricht bekannt wurde, erzählte Riggs dem Hollywood Reporter, dass er eigentlich ein Jahr Pause vor dem College machen wollte, um sich auf die Schauspielerei zu konzentrieren und dass es nicht seine Entscheidung war, Walking Dead zu verlassen. Riggs sagte über seinen Ausstieg aus der Serie: "Es war niederschmetternd für mich und meine Familie, weil die Serie so lange ein großer Teil meines Lebens gewesen ist. Ein paar Tage lang wussten wir nicht, was wir tun sollten." Riggs hatte außerdem vor kurzem ein Haus in Georgia gekauft, dem Drehort von The Walking Dead, was ihn zu der Aussage veranlasste: "Das war eine große Sache, dass ich nicht mehr dabei sein würde." It was really weird because I never thought that it would happen because, you know, my character is still alive in the comics and he plays a pretty big role throughout the comics, so. Fans von The Walking Dead würden behaupten, dass die Serie nicht mehr nur gut, sondern großartig war, als Danai Gurira in der 2. Staffel als Michonne die Besetzung ergänzte, eine mysteriöse Kriegerin, die von der Wanderung durch die Ödnis mit 2 angeketteten Walkern zur Anführerin der wichtigsten überlebenden Gruppe der Serie wurde, während sie mit Rick Grimes und seinen Kindern eine Familie gründete. Aber Gurira gab bekannt, dass sie The Walking Dead nach der kommenden 10. Staffel verlassen wird. Sie sagte auf der San Diego Comic-Con 2019: "Ich kann bestätigen, dass dies die letzte Staffel ist, in der ich als Michonne in dieser erstaunlichen TV-Show sein werde. Sie ist nicht mit meinem Herzen verbunden. Mein Herz bleibt hier. Es ging um meine Berufung und andere Dinge, zu denen ich mich berufen fühle. Die Möglichkeiten, die ich hatte, um sie als Schöpferin von Arbeit zu erkunden." Und damit meint sie nicht nur ihre Arbeit im Film, zu der auch ihre Rolle als Okoye in Black Panther gehört, einem der größten Filme aller Zeiten. Gurira scheint wieder zu einer der renommiertesten Theaterautorinnen Amerikas werden zu wollen. Zu ihren Werken gehören In the Continuum und Eclipse, das eine Tony Award-Nominierung für das beste Stück erhielt. Obwohl The Walking Dead ein Ensemble-Drama ist, war Sheriff Rick Grimes immer die Hauptfigur, von dem Moment an, als er in einem Krankenhaus aufwachte und eine von Zombies verwüstete Welt sah. In späteren Staffeln traf er seine Frau und seinen Sohn wieder, führte eine Gruppe von Überlebenden an, begrüßte eine kleine Tochter, verlor seine Frau und seinen Sohn und versuchte, sich ein halbwegs normales Leben aufzubauen. Das ist ein extrem voller Handlungsbogen für Rick Grimes und es war auch ein großes emotionales Erfolgserlebnis für Schauspieler Andrew Lincoln. 2018 gab Lincoln bekannt, dass er die Serie während der 9. Staffel von The Walking Dead verlassen wird. Lincoln erzählte einem Publikum auf der San Diego Comic-Con: "Ich liebe diese Serie. Sie bedeutet alles für mich. Ich liebe die Leute, die diese Serie machen. Ich denke, was ich sagen wollte ist, dass meine Beziehung zu Mr. Grimes noch lange nicht vorbei ist." Lincoln sagte, dass er seine Rolle des Rick in 3 Walking Dead-Filmen widerspielen würde und die regelmäßigen Rollenangebote in seinem Leben behalten wollte, aber letztendlich damit kämpfte, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bringen.
Lincoln erzählte The Hollywood Reporter von seiner wahrscheinlichen Rückkehr. What I would hope to see is Rick Grimes again. But he doesn't look well. The Walking Dead wird monatelang in Georgia gedreht, weit weg von seinem Zuhause in England. Lincoln erzählte EW Radio. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich lebe in einem anderen Land und sie werden weniger mobil, wenn sie älter werden. So einfach war das. Es war Zeit für mich, nach Hause zu kommen. Lenny James' Beziehung zu The Walking Dead und dem Universum der AMC-Serie ist lang und kompliziert. Sein Charakter Morgan Jones dient zunächst als wandelndes Beispiel für den zunehmenden physischen und emotionalen Tribut des Lebens in der postapokalyptischen Zombie-Welt. Er hilft Rick, sich an die neuen Regeln des Lebens zu gewöhnen, nachdem er aus dem Koma erwacht ist. Der Tod seiner Frau und seines Sohnes hat Morgan zu einem gebrochenen Mann gemacht, der einen Amoklauf begeht, bis eine Begegnung mit dem friedlichen Überlebenden Eastman ihm eine neue Wertschätzung für das menschliche Leben einflößt. Während Morgan nur gelegentlich auftauchte, um eine größtmögliche Wirkung zu erzielen, wurde er in der 6. Staffel während der Zeit der Alexandria-Verbindung ein reguläres Mitglied der Besetzung. Nach der 8. Staffel verließ er die Serie für immer und wechselte zur Walking Dead-Schwesterserie Fear the Walking Dead, wo er sich einer anderen Gruppe von Überlebenden anschloss, die versuchte, die Zombie-Horden in einer früheren Zeit von The Walking Dead zu überleben. Auf halbem Weg durch die 7. Staffel im Jahr 2017 trat Pollyanna McIntosh der Welt von The Walking Dead als Anne, oder besser gesagt Jadis, bei, eine ehemalige Antagonistin und die Anführerin einer überlebenden Gruppe, genannt die Scavengers. Ihren letzten Auftritt hatte sie in der Episode What Comes After der 9. Staffel, die auch der letzte Auftritt der Hauptfigur Rick Grimes ist. Aber in einer Serie, in der normale Charaktere wie selbstverständlich sterben, stirbt Rick in dieser Folge nicht. Schwer verletzt wird er mit einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht, nachdem Anne seinen kaum noch lebenden Körper entdeckt hat. Wo bringt sie Rick hin? Was hat sie geplant? Es scheint fast sicher, dass alles in einer Serie von 3 The Walking Dead Spin-off-Filmen enthüllt werden wird, in denen McIntosh eine entscheidende Rolle spielen könnte, indem sie ihre Rolle als Anne nochmals darstellt. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über The Walking Dead. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.